Und Deotas wird nicht gegen die Kreatur kämpfen. Sie wird nur etwas mehr als eine Ablenkung für ihn sein. Vor allem da auch mein Tsunami und Magrans Vulkan ihn nicht aufhalten konnten, meinte Ondra. Warum könnt ihr es nicht einfach erledigen? Sag nichts. There is another topic we have yet to address. The Pallid Knight holds up one gauntleted hand, and the other gods fall silent. Tell me, Watcher, where do you stand? Es gibt aber noch ein anderes Thema, das wir anschneiden müssen. Die Wächterin hält eine behandschuhte Hand hoch, worauf die anderen Götter verstummen. Sag mir, Wächter, auf welcher Seite stehst du? What do you think of Aeothis' scheme to destroy the wheel? Was hältst du von Iotas Plan, das Rad zu zerstören? Fragt die bleiche Ritterin. Er hat lange auf sich warten lassen. Die Gestanden werden endlich erfahren, was für ein Haufen Betrüger ihr alle seid. Mit der Hilfe der Götter können wir Iotas Plan überleben. Wir können uns nicht länger auf die Hilfe der Götter verlassen. Die Gestanden werden das selbst herausfinden müssen. Das fühlt sich für mich nicht wie die Tat eines fürsorglichen Gottes an. Eotas wird alles zerstören. Ich verstehe immer noch nicht, was das alles zu bedeuten hat. Was wird geschehen, wenn Eotas das Rad zerstört? The Pallid Knight spreads wide her hands. Think of the beyond as a reservoir, the in-between as storm clouds, and souls as rain. Die bleiche Ritterin breitet die Hände aus. Stell dir das Jenseits als Auffangbehälter, das Zwischenreich als Sturmwolken und die Seen als Regen vor. Mhm. When a living thing dies, its soul enters the in-between. And when the in-between grows full, it releases souls into the beyond, where they wait to be redistributed to new bodies, new lives. Wenn ein Lebewesen stirbt, dann wandert seine Seele in das Zwischenreich. Und wenn das Zwischenreich zu voll wird, lässt es Seelen in das Jenseits durch, wo sie darauf warten, auf neue Körper und neue Leben zu... verteilt zu werden. Ha. The wheel is the process by which souls are moved from the in-between to the beyond. From the rain cloud to the reservoir. And from the reservoir into the living world. Das Rad ist der Prozess, durch den Seelen vom Zwischenreich in das Jenseits verschoben werden. Und von der Regenwolke in den Auffangbehälter, vom Auffangbehälter in die Welt der Lebenden. Without the wheel to mediate the transfer and redistribution of souls, the souls of all who die remain in the in-between. And without souls to fill it, the beyond gradually empties, trapping all of the remaining souls in existence in the in-between. Ohne das Rad, das den Transfer und die Neuverteilung von Seelen übernimmt, verbleiben die Seelen all jener, die sterben im Zwischenreich. Und so eine Seelen, die es füllen, wird das Jenseits langsam geleert, wodurch alle verbleibenden Seelen im Zwischenreich gefangen sind. When the beyond is empty and the last creature on Aeora dies, that is the end of everything. It is Rimmergan's future, the one he wants for us. Wenn das Jenseits leer ist und das letzte Lebewesen auf Aeora stirbt, dann ist das das Ende von allem. Es ist die Zukunft Rimmergrans, jene, die er für uns will. Inwiefern betrifft das die Götter? Soul essence sustains us. We feed off it. Off the little fragments you mortal kith shed like snake skin as you pass into your next life. Wir werden von Seelenessenz getragen. Wir ernähren uns von ihr, von den kleinen Fragmenten, die ihr sterblichen Gestandenen wie eine Schlangenhaut abstößt, wenn ihr das nächste Leben übergeht. Without sustenance, we starve as any mortal might. We die and leave a great silence behind, an eternal emptiness from which nothing is born. Ohne Stärkung sterben wir einen sterblichen Hungertod. Wir sterben und hinterlassen eine große Stille, eine ewige Leere, aus der nichts geboren wird. Nicken. You see then that we cannot help but argue. The fate of life hangs in the balance, and we are as ever beholden to our natures. Dann siehst du nämlich, dass wir nichts anderes können als zu streiten. Das Schicksal des Lebens steht auf dem Spiel und wir sind wie immer an unsere Natur gebunden. Tell us, Watcher, where do you stand? Sag uns, Wächter, auf welcher Seite stehst du? Eotas wird alles zerstören. Oh Gott. Also das erste will ich nicht unbedingt nehmen. Weil manche Götter... Ja. Gerade wenn man Rondra, Beraf nimmt zum Beispiel, die sind zu direkt, um Lügner zu sein. Wenn ich Voidika nehme oder Whale oder Skane, die kann man in eine Tonne packen und abführen, bitte. Ich
Ich kann aber auch nichts sagen, das fühlt sich für mich nicht wie die Tat eines fürsorglichen Gottes an. Bei Evotas, er meint, er tut das Richtige, aber ob es das Richtige ist, das weiß nicht mal er selber, würde ich sagen. Dass er alles zerstört wird, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also muss ich mit der 2, also dass wir mit den Göttern den Plan überleben, oder dass die 3, dass wir uns, dass die Gestandenen es selbst herausfinden müssen. Aber was selbst herausfinden? Nehmen wir mal die 2 einfach. Wail lacht mit der Stimme von Tausenden. What form might our guidance take? And whose guidance would it be? Surely it will be amusing. Whatever the result. Welche Form würde unsere Hilfe denn haben und wessen Hilfe würde es sein? Es wird sicherlich amüsant, wie auch immer das Ergebnis aussehen mag. Aethys loves the mortals more than any of us. He has always been their greatest champion. Eotas liebt die Sterblichen mehr als jeden von uns. Er war schon immer ihr größter Verfechter, sagt Magran. He believes Kith will rise to his challenge. I am not so sure, but I look forward to watching them try. Er glaubt, Gestandene würden sich seine Herausforderung stellen. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich freue mich drauf, ihnen bei dem Versuch zuzuschauen, sagt Magran. Sagen wir mal nichts dazu. What if Aethys is right and Kith succeed in rebuilding the wheel? What then? Was, wenn Reotas recht hat und die Gestandenen das Rad wieder aufbauen können? Was dann? Fragt Ondra. Wir werden lernen und wachsen, wie es Eotas beabsichtigt. Wir werden unsere Welt neu aufbauen, ohne sie. Keine Sorge, in Eora gibt es immer einen Platz für die Götter. Ich weiß nicht, willst du es denn nicht erfahren? Sag nichts. Ja, es gibt immer einen Platz für die Götter eigentlich. Es gibt genug Gottgläubige. Gerade auch unter den Huana, die viele Ondra verehren. Margrin nods. It will be the ultimate trial for Kith and gods both. Magranik, das wird die ultimative Prüfung sein, sowohl für die Gestandenen als auch für die Götter. And what if they fail? Und was, wenn sie versagen, fragt Hiela. They die. And so do we. Dann sterben sie, wie auch wir, antwortet Ondra. Helia's voice rises, near to panic. Wir müssen ihnen helfen. Hielas Stimme wird lauter, der Panik nah. Lorica drives her fist into her hand. Help them! We should finally bring them to heal! Boydica steckt sich mit der Faust in die Hand. Ihnen helfen, wir sollten sie endlich unter Kontrolle bringen. The Pallid Knight raises a hand and stares at Boydica until she falls silent. Die bleiche Ritterin hebt die Hand und starrt Boydica an, bis diese verstummt. Watcher, Aethys yet values your counsel. Wächter, Eotas schätzt aber dennoch deinen Rat, sagt die bleiche Ritterin. The Pallid Knight's eyes bore into yours. An impassioned plea from the Hound of Aethys may still temper his actions. Confront him at Ukaizo. Der Blick der bleichen Richterin bohrt sich in deine Augen. Eine leidenschaftliche Bitte vom Hund von Eotas könnte seine Aktion noch immer beeinflussen. Dank. Ach stimmt, ja, das ist eigentlich der Bluthund mit gemeint, der Eotas Spur folgt. Konfrontiere ihn bei Ukaizo. Ich werde dafür sorgen, dass er meine Worte befolgt. A bark of dry, bitter laughter escapes Wodica. You believe you will succeed where I have failed? Ha! Ein trockenes, bitteres Bähen von einem Lachen entfährt Voidika. Du glaubst, dass du erfolgreich sein wirst, wo ich versagt habe? Ha. The future of Kith and the gods rests on your shoulders, Watcher. So I hope that you do. The Pallid Knight's stern countenance softens. Die Zukunft der Gestande und der Götter ruht auf deinen Schultern, Wächter. Deshalb hoffe ich es. Die ernste Fassung der bleichen Ritterin entspannt sich. Time moves swiftly away from us now. The Pallid Knight spreads her hands before her. Die Zeit rennt uns schnell vor uns davon. Die bleiche Ritterin breitet die Hände vor sich aus. Geh, Wächter, sagt die bleiche Ritterin. Do what you must. The edges of your vision begin to dim. Like a sun setting, twilight encroaches on your mind. Tu, was du tun musst. Dein Blickfeld verschwimmt so langsam wie bei einem Sonnenuntergang, hüllt die Dämmerung deinen Verstand ein. Sagen wir mal nichts. The Pallid Knight conjures a blinding white light in her palm that swiftly grows to engulf the room. Then, the crack of thunder rends the air, and you feel the floor drop out beneath you. Die bleiche Ritterin beschwört ein blendendes weißes Licht in ihrer Handfläche, das schnell anwächst und den Raum einhüllt. Anschließend zerreißt Donner die Luft und du spürst, wie der Boden unter dir wegsackt. You come to flat on your back, staring at an all too familiar ceiling. Alone, once again. Du fällst flach auf den Rücken, blickst auf eine allzu vertraut wirkende Decke, wieder ganz alleine. Ja.
Wie auch immer. Mal gucken, ob wir jetzt mit der Burgwogtin mal reden können. Werden wir jetzt erstmal auf die Karte oder erstmal in unsere Kabine geschleudert? Das ist auch die gute Frage. Ah, in unsere Kabine, das ist gut. A moment of your time, Watcher, if you will. Dürfte ich einen Moment eurer Zeit beanspruchen, Wächter, wenn es dir genehm ist? Die Stimme der Burgwogtin von Kate Nur ertönt gleichmäßig und sanft aus ihrer zerbrochenen Büste. Ja, Burgwogtin. Einige der Matrosen haben eine ungewöhnliche Kiste im Lagerraum des Schiffs bemerkt. Wie gelangt eine Kiste unbemerkt auf mein Schiff? Welche Art Kiste? Weggehe ich. Danke dir, Burgwogtin. Ich werde nachschauen, was es ist. Ich sehe mir das später an. Wie gelangt eine Kiste unbemerkt auf mein Schiff? Unfortunately, the ship lacks the defensive fortifications of Cad Nua. A crate could have been slipped aboard at any of our ports of call, assuming it wasn't placed among our goods as we took on supplies. Leider verfügt das Schiff nicht über die Verteidigungsmaßnahmen und Befestigung von Cad Nua. Eine Kiste hätte in allen Häfen, in denen wir angelegt haben, von an Bord gebracht werden können. Vorausgesetzt, sie wurde nicht unter unsere Waren gemischt, als wir Vorräte aufgenommen haben. Welche Art Kiste? It is roughly a yard to a side and labeled beans. The hands who noticed it were tasked by the cook to bring up ingredients for the evening's stew. Sie steht ungefähr einen Meter seitwärts und sie ist mit Bohnen beschriftet. Die Matrosen, die sie bemerkt haben, hatten vom Koch den Auftrag, Zutaten für den abendlichen Eintopf zu holen. Also keine Bohnen in der Kiste. Eine Welle der Zustimmung ausgehend von der Burgwogtin erfasst dich, das spirituelle Äquivalent eines Nickens. Ich danke dir, Burgwogtin. Ich werde es mir anschauen. Die Matrosen haben die Kiste im Lagerraum gelassen, falls ihr sie untersuchen wollt. Die Büste versinkt in Schweigen. Ja. Quests. Die Prüfung. Die Burgwogtin teilte mir mit, dass ein geheimnisvolles Paket irgendwo auf meinem Schiff gelangt sei. Ich sollte mit ihr sprechen, um mehr darüber zu erfahren. Ich sollte zur die Defiant 4 zurückkehren und diese geheimnisvolle Fracht zu untersuchen. Oh, da wäre... Wie heißt er nochmal, ein passender Begleiter? War nicht Shitopek. Ja, Konstantin. Of course. Die Kiste. Der Duft von Essen, Salz und Gewürz und Alkohol vermischt sich mit dem faden Geruch vom alten Gras, dem muffigen Gestank von Ratten und dem allgegenwärtigen Duft der See. Die Defiant 4 schaukelt sanft und du hörst leises Geflüster wie ein leichtes Segeln auf dem Wind. Nichts besonders tief drin findest du die besagte Kiste. Ihre Seiten wurden mit Brechstangen aufgebrochen und das getrocknete Gras, das einst als Filmmaterial diente, liegt auf dem Boden verteilt. Ihr seid sehr sauber, Jungs. Drin steht eine filigran gearbeitete Truhe aus einer Art dunklem tropischen Holz. Ein poliertes Gesicht sieht zu dir hinauf. Ein Triumvirat aus wilden Tiergesichtern geschnitzt auf im wirbelnden Stil der Huana. Die Vorderseite der Truhe ist mit einem eisernen Riegel versehen, an der ein komplexer eiserner Mechanismus angebracht wurde, der sich zu den vier Ecken der Kiste erstreckt. Du kannst keine Bolzen oder Schlüssellöcher erkennen. Die Riegel untersuchen. Erfolg. Der ausgeklügelte Mechanismus sorgt dafür, dass die Kiste fest verschlossen bleibt. Es gibt kein Schloss und keine Falle. Du sollst in der Lage sein, die Kiste sicher zu öffnen. Die Gravuren untersuchen. Fehlschlag. Die drei Tiere scheinen eine Spinne, einen Stalegier und einen Wildschwein darzustellen. Also ja, Wildschwein hier, Spinne da, Stalegier hier. Du weißt nicht, ob sie eine tiefere Bedeutung haben. Xodi rümpft beim Anblick des Bildes die Nase. Vermutlich ist das der Jagdgott der Huana. Wie Gallowayne, aber nicht ganz. Mhm. Gut, dass Xodi uns hilft. Dann öffnen wir mal die Truhe. Du drehst den Riegel nach rechts und eine Reihe aus metallischen Armen verschieben sich mit ihm. Die Schnallen, die die Kiste zusammenhalten, lösen sich und du kannst ihren Deckel heben. Au. In ihrem Inneren findest du den Kopf eines Amauners, gebettet auf getrocknetem Gras. Das fleckige Fleisch des Halses wurde grob vom Rest des Körpers getrennt, wo auch immer dieser sich befinden mag.